ins Frühstück. Heute ist der 26.06. So, zur Gasexplosion in Wuppertal, Bewohner unter Verdacht. Es ist ja im Artikel ist ja schon angedeutet worden. Dass da wahrscheinlich rumgefuscht worden ist. Ich habe auch was dazu gesagt. Kann ich gleich vorlesen. In Solingen gibt es den Schulpreis, dann macht die Stadt Sinkkästen sauber und es gibt eine Versammlung der Apothekerkammer. Da kann man gerade noch im Lokalteil gucken, was da noch kommt. Dann weiß mal wieder keiner, was ein Quartier ist oder eine Quartierswohnung in Solingen. Es ist ganz, ganz schlimm. Dann das Gewerbegebiet am Buschfeld fällt wahrscheinlich flach. Dann gibt es wieder Probleme mit der S7, Abellio-Verspätungen sind unvermeidbar. So. Wie man Sinkkästen sauber macht, weiß ich auch. Frau verletzt ihren Freund mit Messer. Zu einem schweren Streit zwischen einer Frau und einem Mann kam es am Sonntag gegen 2.20 Uhr in einer Unterkunft an der Eckstraße. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Dabei verletzte die Frau ihren Freund mit einem Messer so schwer, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus kam. Lebensgefahr bestand nicht. Die Frau erlitt eine Ohnmacht. Wahrscheinlich hat er der dann auf die Fresse gehauen. Hätte ich auch gemacht. Als es ihr wieder besser ging,
sie die Beamten fest. Sie konnte die Wache aber zügig wieder verlassen. Die Kripo ermittelte weiter. Ich habe ein Problem damit, wenn solche Frauen einfach wieder gehen dürfen, wenn die mit dem Messer auf ihren Mann losgehen oder Freund. Schulpreis. Die besten Solinger Schulprojekte wurden mit 10.000 Euro ausgezeichnet. Gestern fand in der Aula des Gymnasiums Schwertstraße die Verleihung des 7. Solinger Schulpreises statt, organisiert vom Solinger Tageblatt. Die Volksbank im Bergischen Land hatte wieder das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro gespendet. ST-Chefredakteur Stefan M. Koop konnte zahlreiche Schüler, Lehrer und Schulleiter begrüßen. Im Mittelpunkt standen natürlich die vielen Preisträger, wie beispielsweise die Gewinner von der Grundschule Schützenstraße. Bei den weiterführenden Schulen siegte das Gymnasium Schwertstraße. Ja. Apotheker beklagen Benachteiligung, interessiert mich ein Scheißdreck. Hier wird heute geblitzt. Unnersberger Allee, kann sein, dass ich daher fahre. Neuenkamper Straße, kann auch sein, dass ich, ja, jetzt ist die Südstadt dran. Völkerstraße, Donaustraße, Liebmannstraße, Itterwaldstraße ist Richtung Wald, aber erstmal in der Südstadt. Muss ich gleich ein bisschen aufpassen. 10 Personen prügeln sich mit Stangen. Und dann haben sie sich wieder mal den Unix auf die Fresse gekloppt. Ja. Solinger Malteser feiern ihr 60-jähriges Bestehen. Möpse, Rettungshunde werden. Am Johannistag, Festakt an der Lühldorfer Straße mit hohem Besuch und vielen Ehrungen. Dann gibt es einen Artikel über das Orchester ohne qualifizierte Musiker, die Bergischen Symphoniker, die haben alle. Wenn man einen qualifizierten Abschluss als Musiker oder Künstler hat, dann darf man da nicht mitspielen. Sage ich auch nichts zu. Höhscheider Trödelmarken mit 90 Ständen auf dem Gelände des Gründer- und Technologiezentrums. Solinger räumen 100.000 Euro ab. Numa Farm gewinnt Gründerwettbewerb Start Me Up des Wirtschaftsmagazins Bilanz. Es sieht auch schon ziemlich nach Pharma aus, was die da haben. Mit einem Motor und dann dreht sich das so und so. Ist auch ein Doktor dabei. Feilring gewinnt Markenpreis. Solinger Industrie liegt beim Umsatz zu den Solinger Industrie, müsste man mir mal zeigen. Ich kenne hier nur noch Leute, die Bestecke aus China verpacken. Pat
Patientenvortrag in Naturheilpraxis. Das ist doch mal interessant. Die Heilpraktikerin Birgit Sonnhüter lädt für Dienstag, 3. Juli, zu einem Patientenvortrag zum Thema Arthrose Hilfe aus der Nähe brauche ich nicht. Orthopädie Elbers feiert 14 Tage lang. Tag der offenen Tür bei Gartengestaltung Erbe. Glockenstraße 36a. So. Rein und über. Ist da irgendwas Interessantes? Bewegung und Spaß im Beiersberg. Das ist das Finale des Sparkassenjahr. Workshop Look Good Feel Better Kosmetik Seminar am Mittwoch, dem 11. Juli im städtischen Klinikum. Gibt es eine Führung im LVR Museum? Da haut einer mit dem Hammer auf ein Stück Stahl. Früher hatten die da mal Gesänge. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich vorlesen wollte. Wen kenne ich denn da? Ich meine, ich wohne hier seit über 35 Jahren in der Stadt, aber so wenig bekannte Gesichter in dieser Saison. Man wird alt und kennt keinen mehr. Der Solinger Schulpreis macht deutlich, wie sehr Schule lebt und was dort alles geleistet wird. Der Schulpreis ist eine besondere Form der Wertschätzung für das, was es an Engagement an den Schulen gibt. Es macht Spaß zu sehen, wie viel Herzblut und Engagement Schüler und Lehrer bei der Die ausgezeichneten Projekte gehen weit über den Unterricht hinaus. Das hat uns als Jury sehr beeindruckt. Scholle räumt im Heidgarten auf. Dritter Preis für die Gesamtschule Olix. So. Im April packen Oberstufenschüler im Lehrbiotop in der Olixer Heide an. Ich wusste gar nicht, dass es da eins gibt. Sie fällten Bäume, entfernten Moos und grünen Sträucher aus. Ich dachte, das ist ein Biotop, aber egal. Irgendwie habe ich die Stelle unter einem Biotop was anderes vor. Fällen Moos entfernen und Sträucher ausgraben, muss es mir auch nicht klar. Ich habe mal was anderes über Biotop gelernt. Ich bin ja zu doof zu. Die Geschwister-Scholl-Schule hat eine Initiative der Olixer Jongens auf, was auch immer das ist. Die Schule will sich künftig regelmäßig um den Heidegarten an der Langhansstraße kümmern. Ist das jetzt
ein Garten oder ist es ein Biotop? Naja. Ja. Ich mach gleich weiter. Tschüss.